Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Fitzbees Infinity Wolf Skyblock Expert Mode. Immer noch zusammen mit der stummen Blue Jenny. Ja, und mir, hi. Ja, wer die letzten Folgen nicht geguckt hat, Jenny ist stumm, weil wir nebeneinander sitzen und es ist einfacher, wenn ich jetzt quasi hier einfach primär einfach nur alleine rede und sie so ein bisschen die Nebenarbeiten so wie vorher macht und einfach nicht mitredet, weil das deutlich weniger Aufwand ist. Ja, wie man hier sieht, ich habe hier mal so, ja, eine kleine To-Do-Liste angefangen oder weitergemacht, was wir machen müssen. Hier hat sich eigentlich nichts geändert. Mob-Farm, da sind wir noch am überlegen, ob wir es überhaupt brauchen. Genauso wie mit Cursed Earth könnte man eigentlich noch machen, dann wäre die noch effizienter. Aber wir wollen natürlich auch einen XP-Obelisk unten irgendwann mal machen. Dann brauchen wir Pflanzenfarmen noch für verschiedene Pflanzen. Tier 4 Altar ist das nächste. Dann die besseren Wands, das habe ich von drüben rübergezogen. Die Thermostatic Harness und Google of Revealing. Die Thermostatic, so. Harness brauchen wir für den Angel Ring, was ja eins unserer Achievements ist. Dann so ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt quasi machen will. Also überall, wo jetzt hier ein Schild vor ist, will ich jetzt machen. Ich will das Yumeta ins ME-System packen. Wir brauchen Enderman und eine Skeleton Farm. Wofür die brauchen, werden wir noch sehen. Also auch für die Ziele quasi. Eine Nether Star Automatisierung brauchen wir auch für die Kreativsachen. Obsidian Farm und Scenarium Automatisierung brauchen wir auch beides dafür. Quantum Solar Panel Crafting brauchen wir auch dafür und eine schnellere Yumeta-Produktion. Die Draconium-Produktion beschleunigen müssen wir auch dafür machen, weil wir ohne Ende an Draconium brauchen. Warum bin ich jetzt gerade müde? Es ist 3:30 nachmittags und ich bin müde. Ach, keine Ahnung. Okay, die Essenzen will ich in eine eigene Cell auslagern, weil langsam das ME-System ein bisschen voll läuft. Ja, dann den zweiten Altar noch bauen, mit Bienenplattform bauen und die Bienen anfangen zu züchten. Wofür wir wiederum aber Seed Oil brauchen, wofür wir wiederum mehr Seeds brauchen, wofür wir dann die Pflanzenfarm brauchen. Und Draconic Evolution will ich jetzt demnächst gerne mal anfangen. Gut. Als erstes werde ich jetzt einfach mal eine 64... Nee. Eine von den ganz großen... Ach, 16M ist das größte? Ich dachte 64. Storage. Oh. Okay, dann ist 16M schon. Ja, 16M ist das größte. So, jetzt nur die Frage, wie lange dauert das zu craften? Oh, das geht sogar noch einigermaßen. Okay. Das heißt, da gehen wir jetzt bei und dann werde ich jetzt erstmal die Draconium-Produktion beschleunigen. Dafür brauchen wir ein paar Lava Fabricator. Mal gucken, was haben wir dafür? Fast alles, bis auf Blaze Rods. Blaze Rods können wir mal 100 Stück machen lassen. Mach mal, nee, nicht Double Layer, ich will den einfachen. Mach mal 100 von denen bitte. Und. Ah, jetzt. Ich werde nochmal 4 Stück davon bauen. Brauche ich noch wieder Magma Creams. So. Die werden jetzt natürlich gerade vollgeladen, mehr oder weniger. Denn hier drüben will ich die Produktion von Draconium immens beschleunigen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Upgrades. Und zwar Speed Upgrades ohne Ende. Hier kommt 64 rein. Hier kommt 64 rein. Ich hoffe mal, dass es effizient genug ist und dass der Strom das auch mitmacht. Problem ist jetzt natürlich nur, dass die Produktion von Lava hier zu langsam ist. Okay, dann versuche ich es erstmal mit drei mehr. So, und wir haben hier Fluidukte. Und zwar die Ender-Fluidukte, da sind sie. Sollen hier always active, aber bitte nur raussaugen. Einfach unter der Gefahr, hier soll nur Insert sein. Ja, und da ist mir das egal. So, sammelt sich hier langsam Lava an. Ja. Das heißt... Ups. Eventuell ist der hier nicht schnell genug.
Packen wir da mal kurz ein paar Item-Konduits rein. Hey. Also. Extract. Das soll schneller gehen. So, ist er jetzt schneller als das Ding? Na. Nee. Das heißt, wir brauchen hier noch ein zweites Barrel. Ja, gut. Sieht das vielleicht nicht mehr ganz so schön aus, aber naja. Muss so sein. So. Hier muss ich auf Weiß extracten. Ich muss hier auf Insert. Ne, das ist wahrscheinlich Light Blue. Genau, und ich brauche noch einen Item-Filter. Hier. Und ein Glowstone, bitte. Das Problem wird wahrscheinlich nur sein, dass wir nicht ansatzweise schnell genug Glowstone jetzt mehr produzieren. Gut, da muss ich dann vielleicht mal ein Auge drauf haben. Und Extract, Insert. Hä? Ach, das ist Cyan. Hast du gerade was geschrieben? Eine kompresste Kuh. Fang die mal ein am besten. Wo bist denn du? Ja, nimm Safari-Net und fang die ein. Ja, Compressed Cow. Cool. Ja, das heißt, wir werden hier wahrscheinlich jetzt Probleme haben. Okay, Hauptsache jetzt habe ich Sound eben nicht. Auch gut. Genau, weil wir machen jetzt nämlich Glowstone Minus durch diese Aktion. Ich habe die schon eingefangen jetzt. Ich war schneller als du. So, Extract Always Active. Ach, das ist Light Gray. So, jetzt aber. Also das, was ich jetzt hoffe, ist, dass wir quasi schneller das Zeug hier produzieren. Dass sich das ein bisschen zurückstaut. Na, das wird aber echt knapp. 2, 3. Wir produzieren jetzt, glaube ich, nur im richtigen Tempo gerade. Oh, die kriegen hier gar nicht genug Strom ab. Nach hinten weiter. Warum kriegen die nicht genug Strom? Weil wahrscheinlich 30.000 das Maximum schon ist. Dann würde ich einfach mal sagen, ich lege für die hier eine eigene Leitung. So. Stimmt, wir haben hier die 32.000 und die sind jetzt wahrscheinlich erreicht. Conduit? Nee, Fluxduct heißt das ja. Resonant Fluxduct. Dann kommt das jetzt hier lang. Ist doch eine größere Aufgabe als gedacht. Und kommt hier ran. Ja, jetzt sollten die noch genug Strom haben, oder? Ja. Gut, und wir machen... Ja, langsam aber sicher machen wir Plus, aber hier Minus. Wie viel Glowstone haben wir im System? 1,7 Millionen. Gut, das heißt, sofern wir jetzt... Also wir machen zumindest keinen Glowstone Minus in dem Sinne dann. Also dass wir mit Pech irgendwann gar keinen Glowstone mehr haben. Aber unsere Draconium-Produktion sollte ja zum einiges schneller sein. Ich weiß gar nicht mehr, wo kriegt man überhaupt Draconium noch raus?
Also noch zusätzlich. Weil irgendwo bekommt man doch auch das Zeug hier raus. Genau. Ach, das kriegt man sogar hier raus. Okay. Das heißt, an sich sollte unser Draconium in naher Zukunft hochgehen. Genau, 70. Ja, ist es nicht so schnell, aber es ist schneller als vorher. Alternativ müssten wir, wenn wir wirklich dann später nochmal deutlich mehr brauchen, uns irgendwie überlegen, wie wir schneller an Glowstone kommen. Eine Glowstone-Pflanze wäre eine Alternative. Über die Bienen bekommen wir dann später auch noch ein bisschen Glowstone. Wir könnten auch über Scrapbox öffnen, versuchen Glowstone ranzubekommen. Also, es gibt Möglichkeiten, sagen wir es mal so. Das soll jetzt erstmal soweit reichen, es ist beschleunigt. Gut, dann nehmen wir jetzt gleich mal die Axt. Draconium-Produktion. So, das heißt, erstes Ziel ist fertig. Ja, also wenn man hier reinguckt, Essenzen sind echt verdammt viel, die wir jetzt kriegen. Ich will die nur noch nicht hier leer machen quasi. Das Rezept durch. Ja. Start. Und wir haben unsere 16M-Zelle. Das heißt, ich nehme jetzt einmal von hinten nach vorne alle Essenzen raus. Und hoffe, dass ich alle erwische. Das ist nämlich natürlich auch immer wieder so die Frage. So. Bis auf die letzten drei rein. Okay. So. Essenz bis auf die letzten drei rein. Ja, genau, da wird ich. Also da schieben sie jetzt quasi alle durcheinander. Aber dadurch, dass ich immer nur die nehme mit den meisten, ist es natürlich nicht so schlimm. Also, oder kann es mir egal sein, so rum. Und das ist auch der Grund, warum ich eine eigene Festplatte nehme und nicht bei den Monster Drops mit reinpacke, weil das einfach zu viel ist. Testhalber würde ich, glaube ich, mal gerne Air rausnehmen und einfach mal gucken, ob es auch reingeht. So. Das heißt, einmal die alle durch. Die sollte jetzt recht schnell voll werden. So. Na, also Festplatten sind voll. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Die sind jetzt auch schon wieder voll. Na los. Ziemlich. Das gibt's doch nicht. So, wenn ich jetzt die Festplatte rausnehme, ist Air noch hier drin. Okay. Das heißt, das muss definitiv damit drinnen bleiben. Und dementsprechend auch das ganze Verfahren nochmal von vorne. So. Dann die einmal rausnehmen. Na? Warum haben wir die schon wieder instant voll waren? Das kann doch gar nicht sein. Hä, warum sind denn die so schnell wieder voll? Geht das so schnell mit den Festplatten? Ja, okay. Ich frage mich nur, was da jetzt alles noch für ein Müll drauf ist. Egal. Nicht mehr mein Problem. Gut, nächstes Ziel ist fertig. Wir haben schon zwei Ziele erfüllt und wir sind bei 14,5 Minuten. Gut, dann werde ich jetzt zumindest noch einmal die 4000 Fluid Cell anschmeißen. Weil ich nicht genau weiß, wie schnell die geht. Okay, die braucht ein bisschen länger. Dann würde ich sagen, wir machen da gleich weiter. Jenny baut währenddessen hier die weiteren Spawnräume, die hoffentlich richtig sind.
Ich würde sagen, Fingers Kuckuck getappt. Lasst Kommentar, Bewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.